Wasserrohrspielplatz statt Plansche, wie das Grünflächenamt Berlin-Mitte die DDR-Planschen abreißt. Von dieser kleinen Veranstaltung hier auch Fotos machen. Wer damit ein Problem hat, wer nicht auf den Fotos erscheinen möchte, würde ich jetzt bitten, sich kurz kenntlich zu zeigen. Ansonsten würde meine Kollegin hier einfach ein paar Fotos machen. Das ist, denke ich, auch ganz anschaulich für das, was wir in die Wege leiten. Kurze Zwischenfrage. Ich würde auch gerne ein paar Fotos machen. Wer würde denn von Ihnen nicht mit aufs Bild wollen? Fühlt sich jemand bedrängt, wenn ich heute Fotos mache? Doch, Ihre Kollegin, sehen Sie? Gut. Also von Frau Nikolai bitte nicht, ansonsten können Sie gerne auch die Plansche fotografieren und dann das, was die Plansche werden. Erstmal freut es mich, dass auch dass wir auch die Damen vom Bezirksamt und auch von der Senatsverwaltung begrüßen können. Herr Ahner vom Planungsbüro und Frau Ospiani sind da, die gleich die Planung selbst nochmal vorstellen werden. Mein Name ist Uckert, René Uckert vom Koordinationsbüro. Wir sind vom Bezirk Mitte beauftragt zur Gebietssteuerung in der gesamten Karl-Marx-Allee. Sie sehen hinter mir das Gebiet, um das es hier geht. Wir sind Stadtplaner, wir sind damit beauftragt, für das gesamte Gebiet ein Konzept zu erstellen, was ganz verschiedene Belange auch für die Zukunft, für die künftige Gebietsentwicklung berücksichtigen soll. Ein Schwerpunkt in dieser Gebietsentwicklung sind vor allem die Freiräume, die Grünräume hier im Gebiet. Dazu gehören aber auch die Spielplätze, die Plansche, genauso die Plansche in der Singerstraße und ähnliche Themen. Und bei dieser Erstellung des Gebietskonzepts haben wir auch in den letzten Wochen sehr viele Bürgerveranstaltungen, Informationsveranstaltungen gemacht. Vielleicht haben Sie auf der einen oder anderen Runde teilgenommen. Das wird Ihnen da vielleicht ein Begriff sein. Warum ich das erzähle mit dem Fördergebiet? Der ein oder andere war vielleicht auch schon bei der Bürgerveranstaltung 2014 anwesend im BVV-Saal, wo es hier schon um die Plansche ging. Die Planer hatten zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Auftrag. Da ging es zunächst erstmal nur darum, die Plansche zu gestalten und das unmittelbare Umfeld der Plansche. Seitdem wir nun im Jahr 2015 hier ein Fördergebiet haben, was ich gerade erläutert hatte, haben sich die Rahmenbedingungen ein wenig verändert. Es geht nicht mehr darum, dass die Mittel jetzt vom Bezirk bereitgestellt werden müssen, sondern dass wir hier Mittel der Städtebauförderung in Anspruch nehmen können. Es sind Mittel, die sowohl der Bund als auch die Bundesländer bereitstellen. Und damit stehen ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, hier die Plansche und das Umfeld künftig zu gestalten. Deswegen ist es so, dass wir jetzt nicht mehr nur die Plansche an sich im Auge haben, sondern das gesamte Grundstück. Und das gesamte Grundstück heißt bis hinten zur Weidemeierstraße, also den grünen Bereich, den baumüberstandenen Bereich mit dazu gedacht. Sie werden es auch gleich nochmal sehen, wenn die Planer ihre Planung vorstellen. Das ist uns ganz wichtig, dass man das Gebiet, das Grundstück als Ganzes betrachtet. Dass man in dem Zusammenhang auch über die Wegebeziehungen im Gebiet drumherum mit berücksichtigt. Und ein wichtiger Aspekt in der Gebietssteuerung für uns ist auch, dass die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Also von daher, da werden die Planer auch gleich nochmal drauf eingehen, es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Kontur, die Sie kennen, die Nierenform, auch so, vielleicht nicht erhalten, aber wieder geschaffen werden soll. In exakt derselben Führung, wie sie jetzt auch vorhanden ist. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und der letzte Aspekt, dann komme ich auch erstmal zum Ende, ist, dass wir mit dieser Plansche nicht nur Freizeitangebote für Kinder schaffen wollen,
sondern dass uns auch hier vor allem die älteren Menschen, die Senioren wichtig sind, für die sollen genauso Angebote geschaffen werden, auch für Jugendliche. Die ganze Bandbreite, die wir hier im Gebiet haben, es geht eben nicht nur darum, für die Kinder Angebote zu liefern. Parallel zu der Planung läuft auch noch eine Kinder- und Jugendbeteiligung, auch das für Sie noch mal kurz zur Info. Und ja, das vielleicht ist noch mal so die Chronologie des bisherigen Projektes, wie wir an den heutigen Stand kommen, dass wir da noch mal zwei Schritte vielleicht auch noch mal wiederholt haben. Und ja, jetzt würde ich ganz gerne Herrn Hahner oder Frau Osgiani übergeben, um die Planung vorzustellen. Vielen Dank. Ja. Ja. Weil geschickt worden, um den Akt zu balancieren, die größtmögliche Schnittmenge von allen Vorgaben, die es bei der Umsetzung von sowas gibt, nach Möglichkeit einzuhalten. Ich bin es auch gewohnt, dass diese Veranstaltungen regelmäßig zum Anlass genommen werden von einer kleinen Schar von Leuten, die das, was wir hier versuchen, mit der größtmöglichen Schnittmenge für ihr Wohlbefinden zu gestalten, versuchen zu verhindern oder was anderes auf die Beine zu stellen. Das ist aber immer nur eine kleine Gruppe. Die größte Gruppe, die nicht kommt, die das gut findet, die ist selten da und unterstützt uns ein bisschen. Und das belastet manchmal ziemlich sehr, nicht nur uns, sondern auch die Verwaltung. Und es wäre ganz schön, wenn dann auch Befürworter sich entsprechend engagieren können. Ich möchte, dass meine Urenkel hier auch planschen können. So viel erstmal dazu. Wir haben hier heute versucht, zwei Varianten auf die Beine zu stellen, die den Anforderungen der Genehmigungsbehörden im Wesentlichen entsprechen. Die erste Anforderung ist vor allem diese Form, die sich exakt an der alten Form orientiert, durch den Gebietsschutz, den wir hier jetzt haben und die auch dem Wunsch entspricht, eine Liegewiese herzustellen auf dieser Stelle, auf dieser Seite, wo auch die Besonnung stattfindet. Hier unten sind inzwischen die Bäume so groß geworden, dass keinerlei Besonnung mehr stattfindet. Sie sehen das da hinten auch, es ist ein Kronenschluss und an heißen Tagen ist es interessanter, sich hier aufzuhalten und an etwas frischeren Tagen legt man sich gerne in die Sonne. Darum gibt es beide Bereiche. Die Wasserfläche hat jetzt eine Größe von knapp 300 Quadratmetern, 280 Quadratmeter sind hier übrig geblieben. Es gibt noch eine zweite Wasserfläche für ganz kleine Kinder. Und die Wasserflächen sind keine Flächen, wie man sich das vorstellt, also knietiefes Wasser oder knöcheltiefes Wasser, so wie es einmal war, sondern das ist ein Wasserfilm, der erzeugt wird durch Elemente, die hier draufstehen und bei Betasten eines Steuerungsgerätes Wasser abgeben. Und das fließt dann über eine Gussasphaltfläche ab und wird der Vegetation, der Versickerung zugeführt oder der Kanalisation. Und das Wasser, was da rauskommt, ist trinkbar, ist Trinkwasser, ist Frischwasser. Und darum auch immer nur ganz kurz. Und das ist die Auflage von der Gesundheitsbehörde. Die Gesundheitsbehörde hat stehendes Wasser verweigert, gibt es nicht, weil das muss bestimmten hygienischen Anforderungen entsprechen und entsprechend auch, was weiß ich, geklort werden, chemisch überwacht werden, regelmäßig, wie im Schwimmbad sozusagen. Und das ist in einer öffentlichen Grünanlage schwer oder gar nicht machbar. Aus diesem Grunde Frischwasser und ein ganz dünner Film. Das gilt für beide Elemente, wobei diese hier etwas aufregender sind und diese etwas neutraler. Also hinter ihnen sind Bilder an der Wand, wo man das mal sehen kann. Ich gehe jetzt mal kurz hier rüber. Das wären dann die Elemente für die kleineren Kinder auf dieser. Und hier sind dann größere Elemente, die dann auch mehr Wasser produzieren. Es gibt auch Überlegungen, das Wasser aus den Mauerecken sprudeln zu lassen, um die Füße zu sitzen und mal die Füße einfach nur nass werden zu lassen. Und das fließt dann über diese große Fläche in die Abläufe am Rand ab. Die Betonung, wir haben hier eine Aufkantung aktuell rundherum,
dass es mal eine Vertiefung gab, wird durch die Erhöhung der Eckausrundung hier in, erreicht. So, und wir haben, also das ist das zu der Plansche. Wir haben auf dieser Seite im Wesentlichen das, was jetzt auch da ist. Das ist das bestehende Element dort und hier werden in regelmäßigen Abständen Bänke installiert werden, so ähnlich wie es jetzt auch schon ist. Und an dieser Stelle ist der Hauptdurchweg, also immer wenn wir hier waren, ist hier gequert worden, auch als der Zaun noch nicht stand, war hier die Hauptbewegung und das soll auch so bleiben. Dann gibt es hier noch einen Zugang, sodass man von hier aus auch, wenn man in die Richtung will, den Platz kreuzen kann. Und es gibt Überlegungen, hier an dieser Stelle eine Öffnung zu installieren, um unter Umständen diese Bewegungsrichtung auch noch zu ermöglichen. Das bedeutet aber, dass man in diesem Bereich etwas mehr Durchwegung hat und weniger Ruhe. Da ist die zweite Variante komplett unterschiedlich, da gibt es das hier hinten nicht. Das ist dann zu, ein abgeschlossener Bereich. Und hier gibt es dann noch eine Umwegung im duftenden Schatten der Bäume und einen kleinen Platz mit Tischen, wo man sich treffen kann, picknicken kann, Spiel spielen kann, ähnliches. Hier hinten sich ausruhen kann, auf Bänken liegen kann, aber ohne Durchwegung. Also das ist dann nur hingehen und sich dort aufhalten. Hier wäre dann mit Bewegung. Wir haben hier ein Bewegungsparcours mal entwickelt zur Übung der eigenen Motorik. Das können jüngere Menschen machen, das können aber auch ältere Menschen benutzen. Und hier geht es so ein bisschen darum, aus der sitzenden Gesellschaft oder der sitzenden Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, die eigene Körpermotorik wieder zu reaktivieren. Das ist aktuell ein Riesenproblem, womit die Krankenkassen auch zu tun haben. Es werden enorme Gelder in Milliardenhöhe ausgegeben, um Krankheiten, Haltungsstörungen, Übergewicht, Diabetes und sowas zu kurieren. Und das möchte man vermeiden. Die Kanadier haben das sogar auf eine ganz hohe Ebene gestellt und bauen Aktivparks flächendeckend, um Bewegung zu animieren, um diesen Krankheiten entgegenzuwirken. Und dieser Motorikparcours wäre an dieser Stelle vorgeschlagen, ist auch unsere favorisierte Variante hier. Aber auch hier sollen Angebote gemacht werden für motorische Bewegung. Die Bereiche haben wir so ganz grob, hier eher die Jugendlichen und hier eher für ältere Menschen. Die Spieltische bleiben hier und hier ist dann Liegewiese mit Angeboten und hier ist Wiese ohne Liegeangebote. Die Liegeangebote sind dort auch dargestellt. Das sind weiche, ausgerundete, fertige, für den Außenraum geeignete Möbel, in dem man sich, also wie sie in der Buga zu finden waren, in man sich dann so diese Ausstattung können Sie sich dort angucken, was wir dort vorschlagen, oder auf der Rückseite von diesem Tafeln sind auch noch die Bilder. Ist dort da und da, falls zu viele Leute gleichzeitig gucken wollen. Und wir wollen mit Ihnen heute einen Dialog führen, welche Variante Ihnen mehr zusagt, welche Ausstattung man hier unter Umständen noch zusätzlich unterbringen könnte, oder vielleicht haben Sie auch andere Ideen. Also das hier ist jetzt, wir sind in der Vorentwurfsphase, variabel. Das Einzige, was nicht variabel ist, ist eben diese Form und die Durchwegungsgeschichten an dieser Stelle. Der Rest ist noch in einem gewissen Rahmen variabel und da würden wir Sie gerne einbeziehen, damit bei Ihnen auch die Identifikation mit der Anlage, wenn sie dann irgendwann fertig ist, ein bisschen größer ist. So viel dazu. Wenn Sie direkt Fragen haben, ja. Waren Sie auch der Entwerfer von dem Projekt, was wir vor ein oder zwei Jahren schon mal im Bezirk gesehen haben? Okay. Ist das jetzt also doch ein Becken und nicht diese kuppelartige Wasserfläche? Es ist keine kuppelartige Wasserfläche, es ist eine fast vage Wasserfläche, damit das Wasser nicht zu schnell abfließt. Aber im Wesentlichen ist das dasselbe,
Aus diesen hygienischen Gründen, weil wir stehendes Wasser nicht machen dürfen, das hat das Gesundheitsamt untersagt. Also zur Hygiene sage ich lieber nichts, das bringt mich auf die Palme, weil das vorherige Planschbecken hat ja auch nicht dazu geführt, dass hier alle Kinder versorgt waren. Richtig, sehr gut. Ja. Also Sie können mir auch glauben, dass wir diese Varianten, darum sage ich Drahtseilakt, ne? Ich, auch wenn ich es selber toll finden würde, kriege ich es einfach auch als Planer nicht durch. Klar. Aber Fakt ist, Sie wollen uns verkaufen, dass die Wasserfläche, egal ob die jetzt ein Becken ist oder eine Fläche, mehr als die Hälfte weniger sein wird. Ne? Ist doch so. Ja. Dabei war das Planschbecken jahrelang, jahrzehntelang voll im Sommer. Sprich, da werden sich jetzt also auf dem bisschen Wasser noch mehr Leute drängeln, weil Sie wissen selber, hier wohnen relativ viele alte Leute, das dauert nicht mehr lange, 5 Jahre, dann sind die großen Familienwohnungen in Familienhand und dann werden wir hier ein Kinderproblem haben, die Schule ist gesperrt. Ja? Das Ding steht hier sozusagen leer. Also es wird in jedem Falle nicht den Bedarf erfüllen. Und die Spielsachen, die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen eine freie Fläche, wir brauchen eine Wiese, dann bringt sich jeder einen Ball mit. Dieses ganze Gedöns, sag ich jetzt mal, brauchen weder die Alten noch die Neuen, schon gar nicht in Altersgruppen eingeteilt. Ja? Genau. Hier dürfen die Alten turnen, damit die Technikerkasse nicht viel bezahlen muss. Da sollen die Jungen turnen. Ist doch Quatsch. Es ist realitätsfern. Eine Frage noch, weil letztens hatten Sie, nicht Sie, sondern das Bezirksamt, uns die Sache verkauft, dass es über 1 Million kosten soll. Auf Nachfrage haben sie dann festgestellt, uns mitgeteilt, der größte Teil dieses Geldes soll zur Enttrümmerung dienen. Meine Frage, ist das immer noch geplant? Weil ich sage Ihnen, ich brauche keine Enttrümmerung. Wenn nämlich entrümmert wird, ist es eine Vorbereitung für die Umwandlung in ein Baugrundstück. Wenn der Trümmer drunter bleiben, können wir sicher sein, es bleibt eine Grünfläche. Kann ich nur sagen, bitte keine Enttrümmerung. Ja? Und das ist auch Billard. Das Sondernutzungsgeld hier von diesem komischen E-Rennen reicht aus, um hier ein Planschbecken hinzubauen. Ja. Spannend wird ja noch sein, wie der Unterhalt nachher finanziert wird. Ne? Sie sind es nicht. Bitte nicht missverstehen. Das sind die Anwohner, sehr gut. Ich weiß das, ich kenne ja die Argumente auch. Ja, ja. Ist ja nicht die erste Vorstellung. Ne? So ist es. Ja, so ist ja auch völlig legitim und in Ordnung. Nee, ist nicht in Ordnung. Nein, dass Sie das sagen, ist in Ordnung. Im September wird gewählt und jetzt wird uns, weiß ich nicht, zum wievielten Male hier was, so eine Kirsche vor die Nase gehalten, es wird besser werden. Ja? Na ja. Und so richtig gestanden hat das Wasser da drin auch. Wie bitte? So richtig gestanden hat das Wasser da drin auch und es wurde jeden Abend abgelassen. So ist es. Ja, und wenn man das so mit einem flachen Becken, mit einem leichten Gefälle anlegt, dann würde das auch irgendwohin ablaufen. Also dieses ganze Hygieneproblem, da gebe ich der Kollegin das auch recht, das ist sowas von vorgeschoben. Richtig. Das ist nicht richtig. Also Entschuldigung. Ja, ich würde da auch direkt anschließen, weil ich bin in den Becken groß geworden. Es gab unzählige Unfälle durch die Veraltung, durch Vermosung, durch das stehende Wasser. Und man kann sich dem auch nicht verschließen, finde ich, dass es Hygienevorschriften gibt, die heutzutage eingehalten werden müssen. Vielleicht sind die in 20 Jahren wieder anders, dann kann man machen, was man will. Ja, ich habe es ja auch überlegt. Aber es ist ja nicht so, dass es immer schön war. Das Wasser ist oft umgekippt. Es gab Eigen und es gab wirklich schmierige Fläche und das ist eigentlich in jedem Sommer, wo das anders ist. Meine Kinder und meine Enkel müssen da gerade nicht gewesen sein. Ich würde schrecklich gerne haben, dass meine Urenkel genauso wie die, ihre Eltern und Großeltern spielen. Ja, und dass Sie auch noch mit den Füßen ein bisschen ins Wasser können, wie Kneippkur. Was wollen Sie da vielleicht? Also ich bin für Denkmalpflege zuständig in dieser Gruppe. Und deshalb können Sie mir wirklich glauben, dass es mir ein Anliegen ist, dass eine Plansche eine Plansche ist und kein Wasserspiegel. Das ist schon mal klar. Also dass das Ziel sein sollte, dass es mehr als ein Wasserspiegel ist, eigentlich schon vorgegeben. Aber ich habe mich jetzt hingesetzt, Sie haben sich auch hingesetzt, wir haben nachgeguckt, was heißt eigentlich Hygienevorschrift? Welche DIN ist eigentlich gemeint? Einfach so zu sagen, da ist jemand, der hat eine Vorschrift, das Gesundheitsamt hat gesagt, so und so muss es sein. Ich habe es nicht geglaubt. Und dann bin ich rangegangen und ich habe gesagt, okay, ich will Schritt für Schritt wissen, welche der Hygiene, welche DIN, wo steht was und was ist darin. Und das ist in der Tat, was Sie sagen, die Hygienevorschriften von heute unterscheiden sich von dem, was vor 10 oder vor 20 Jahren war. Es ist sogar so, dass die Hygienevorschriften sich unterscheiden von dem, was vorletztes Jahr war, weil es gerade im letzten Jahr in der Änderung drin ist. Und diese Hygienevorschriften sind prägnant. Sie sagen, dass das Wasser regelmäßig getauscht werden muss und nicht einmal am Tag.
sondern regelmäßig ausgetauscht werden muss. Und wenn man kein Frischwasser zugeben will, dann heißen die Vorschriften, dass ich dieses Wasser säubern muss und Chlor zufügen müssen. Also so wie im Schwimmbad. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Jetzt sagen wir, warum macht ihr das denn dann woanders? Entschuldigung, ja. Warum macht ihr das denn dann woanders? Woanders ist das ja möglich. Schillerpark ist die Diskussion und so weiter. Singerstraße. Ja, Schillerpark meinte ich jetzt. Singerstraße wäre dann eine Überlegung. Ja, man macht es anders, wenn man bereit ist, dafür auch zu zahlen. Wenn man bereit ist, solch eine Plansche weiterhin instand zu halten und weiterhin zu betreiben mit dem Geld, was ich auch im Schwimmbad betreibe. Das ist das Thema. Die Gelder hier umzubauen, dass das ein kleines Schwimmbad wird, das wäre nicht das Thema. Aber die Betreibung und das weiterhin, und das ist leider in diesem System nicht drin. Das sehr powervolle Situation, städtebaulicher Denkmalschutz vom Land, die geben Gelder, das ist etwas, was wirklich ganz enorm ist. Sie können sicher sein, dass sie die Gelder kriegen. Da sind Leute dahinter, die sind in der Koordination, die sind dahinter, dass das auch gemacht wird. Die Frage nach, die Haken nach, die sagt, wenn ihr 17 sagt, ihr fangt an zu bauen, dann müsst ihr auch 17 bauen, weil dann kommen die Gelder, sonst würden die verfallen. Das ist eine ganz harte Organisation, die da durchgeht. Und ich sage Ihnen, das wird 2017 gebaut. Das Problem ist aber, es wird immer nur gebaut. Es wird immer neu gebaut. Das heißt, wir renovieren, wie war das Schild da gewesen, Renovierung statt, aber es wird immer gebaut. Die Idee ist nie, ich überlasse etwas bestehen, wie es ist und mache eine kleine Instandsetzung, sondern die Idee ist immer, ich mache es so, dass es nach den heutigen Bedingungen erfüllbar ist. Und diese Bedingungen sind so nicht gegeben, wie es jetzt ist. Und ja, das gibt es im Denkmalschutz. Das gibt es nicht nur da, sondern es gibt es bei Behindertenzugängen, bei den Räumen. Es gibt die Situation, wo die Geländer bei den Treppengeländer höher gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Es gibt Situationen, da muss man eingreifen. Und auch der Denkmalschutz muss manchmal auch sagen, mir ist lieber, dass die Hygiene da ist, als dass jetzt, weiß ich, eine Plansche da ist, die Hygiene Probleme hat oder so. Das Problem ist nur, wie könnte man hingehen, dass das wirklich jetzt, sagen wir mal, ein bisschen größer wäre, ein bisschen mehr stehende Sachen haben. Und da gehe ich davon aus, wenn man 3 Jahre plant, oder 2, 3? 3 gefühlt. 3 Jahre plant. Und die ganze Zeit einen auf den Deckel gekriegt hat, weil es nicht richtig ist. Der kann ja nicht schon sagen, wissen wir ja. Auftraggeber Bezirksamt. Dann würde ich auch meinen Kollegen unter Schutz nehmen und sagen, ja, es gibt so einen Weg, wo man sagt, da sind die Zwänge, die von außen kommen, die vom Bezirk, vom Gesundheitsamt und von weiß ich noch woher kommen, dass das... Doch, steht neben Ihnen. Ich würde gerne darauf antworten. Ja, Herr Hanke ist jetzt leider einen Tag vor Urlaub. Schreiben diese Vorschriften auch vor, dass die Fläche um mehr als die Hälfte verringert wird? Weil wenn Sie diese Wasserfläche da machen und kein Planschbecken, warum soll das nicht dieselbe Größe haben? Das nehmen wir jetzt auf. Das nehmen wir jetzt auf. Sie sagen... Die Situation der Wasserspielfläche mit 280 Quadratmeter ist zu lächerlich. Ja, so ist es. Diese Veranstaltung da. Sie sagen, das ist zu klein. Wir haben die Aufgabe, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das nicht nachzuprüfen. Ist das wahr oder so? Vielleicht haben wir die Situation, dass da haben Sie vollkommen recht. Jetzt ist es so, dass es wahrscheinlich nicht so viele Kinder gibt, dass Kinder von überall kommen müssen. Das dauert nicht lange. Ja. Genau, an der Singerstraße war neulich am heißen Tag 203 Besucher. Man sieht es auch an den Fahrrädern, die das auseinandergehen. So ist es. Ja, wir schreiben, wir können das jetzt nicht lösen. Aber wir wollen ja auch mal hier sitzen. Und die Füße ins Wasser, wie eine Kneippkur mal. So ist es. Selbstverständlich. Ist ja auch das, was Mikroklima da macht. Aber nee, da verbaut man uns die Straße noch. Ja. Hier vorne nicht so viel Wiegemüse in der Sonne, das ist auch viel sicher. Und dann würde ich diese Variante bevorzugen, wo diese Tische sind. Da kann man sich auch mal hinsetzen und schwatzen oder Schach spielen oder Skaten löschen oder sonst was. Zu bedenken gilt diese Tür, wenn das die Wasserfläche für die Kleinen sind, ist, jeder weiß, dass kleine Kinder unübersichtlich schnell sind. Genau, gleich da reinlatschen. Ja, Die sind doch reinlatschen. Dann würde ich lieber auf diese Pforte verzichten, hier vorne eine hinlegen. Ja? Muss ich recht geben, weil ich meiner Mensch auch nicht so leisten kann. Gut, aber das ist ein Punkt, der man... Ich organisiere das hier nicht. Ich will nur sagen, von der Idee, dass das Gebiet ist nicht umsonst. Erhaltungsgebiet ist nicht umsonst ein Fördergebiet der städtebaulichen Denkmalschutz. Und
zum Gebiet gehören auch die Planschen und wir müssen mit der Sorgfalt umgehen, die Sie auch erwarten. Ja, aber das wäre es, jetzt müsste ich weitergehen. Ich würde ganz gerne einfach noch mal so ein paar Wortmeldungen sammeln wollen. Sie müssen sagen, dass Sie das Projekt doch jetzt haben, so groß ist. Nicht, dass Sie nur das sagen. Sachlich. Wir wollen von mehreren Leuten das hören. Sie haben vollkommen recht. Sie sind ja hier diejenigen, die das Schild hier hochhalten. Sie haben sicherlich eine Funktion, aber meine Ahnung ist, dass sie nach 2 Jahren tot ist. In Berlin-Mitte gibt es irgendwie keine Grünpflege. Die irgendwann vom Bezirk gepflegt werden, muss es gewisse vergessen. Also wir haben Wildwiesen, die zweimal im Jahr gemäht werden. Aber das war schon ein Thema gewesen, Entschuldigung, dass ich wieder eingreife. Ja. Direkt, wenn der Bezirk sagt, wir wollen das mit Städtebau, also mit Städtebaumitteln, also mit diesem Förderprogramm Städtebau und Denkmalschutz, wir wollen das damit gebaut haben, dann verlangt der Bund, das ist Teil des Kontraktes mit dem Land, der verlangt, dass es auch in Stand gehalten wird. Höhere Verpflichtung. Ja, das heißt, nicht nur der Bezirk guckt drüber, sondern auch der Bund guckt drüber. Es kommen Leute, die gucken an, ist das noch alles in Ordnung? Und wenn es nicht in Ordnung ist, ist es ein Vertragswidrig. Wie lange guckt der Bund drüber? Ja, das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, 5 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre und dann ist Schluss. Das ist nicht viel. Sie sagen, Sie planen das gesamte Gebiet und blicken weit zurück in die Geschichte. Ich habe das Problem der Bewegung, sage ich mal, der Leute, die hier wohnen. Da war ja mal vorgesehen ganz früher, dass die Weidemeierstraße, die ja jetzt da an dem Block endet und dann drüben rüber geht, man durchgehen kann, durchfahren kann. Ist weg, weil der Block steht. Dann gab es da drüben einen Durchgang, man konnte zum Strausberger Platz auf diesem kurzen Weg. Ist privatisiert und zugemacht. Jetzt strömt alles hier rüber, ohne dass da eine Laterne ist oder irgendeine Sicherung. Haben Sie vorgesehen, dass das hier ein öffentlicher Weg wird, der beleuchtet wird und so weiter? Bleibt dieser Zustand so erhalten, dann müssen Sie sich wirklich Gedanken machen, weil wir als Anwohner hier ständig langlaufen müssen und uns eigentlich ein bisschen vernachlässigt fühlen, weil da drüben, wenn Sie hier abends durchgehen durch die Büsche, ist richtig gefährlich, würde ich behaupten. Ich bin auch dafür, aber würde ich den Hinweis einfach nochmal mitnehmen und mit dem Bezirksamt nochmal diskutieren, weil es ist schon mal diskutiert worden. Öffentliche Grünflächen werden in Berlin nicht beleuchtet. Richtig. Es müsste eine Umwidmung stattfinden, aber das ist eine Entscheidung des Bezirksamtes. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ist denn einer vom Bezirksamt hier? Ja, ja, das Bezirksamt ist sehr stark. Das ist eine öffentliche Grünfläche, auch wenn es als Durchgang benutzt wird. Ja. Und wir haben leider nicht die Möglichkeiten, eine Beleuchtung in den Grünflächen zu etablieren. Aber man kann entwidmen. Man könnte zum Beispiel in der Grünfläche, öffentlich gewidmet, auch einen Weg, öffentlich gewidmet, Wegebeziehung machen. Dann dürfen sie auch wieder Lampen aufstellen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Und wenn es eine Wegebeziehung gibt, wenn es eine Wegebeziehung gibt für die Einwohner, dann muss sie auch geschaffen werden. Ich muss mal sagen, bitte keine Rasenflächen dort, wo Wegebeziehungen existieren. Dann haben wir nämlich wieder Trampelpfade. Ja, das wäre ganz toll, wenn das berücksichtigt wird. Also wir reden ja hier von einer Durchwegung, die jetzt eigentlich auch ein Weg ist. Sie müsste halt auch qualifiziert werden. Genau. Wir reden ja über eine Beleuchtung, wobei Sie haben es ja gerade gehört, das ist ein sehr dickes Brett, was da zu bohren ist, wenn es denn überhaupt ist nicht möglich wahr. Ist. Entwidmung ist das Problem. Dann müssen wir da hinten wieder aufmachen. Die Entwidmung und was ich nochmal sagen wollte, was ich nochmal kurz zu der Liegefläche sagen wollte, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass diese Aufteilung, ich sage jetzt mal so circa ein Drittel Wasserspielfläche, 2 Drittel Liegewiese, dass das ein Ergebnis aus der ersten Bürgerbeteiligung ist, wo sehr stark gewünscht worden ist, dass man sehr viel Liegefläche benötigt. Das stimmt nicht. Ich kann nur wiedergeben, was mir gesagt wurde. Ich war bei der Veranstaltung dabei. Einer bitte nach dem anderen, tun Sie mir den Gefallen. Die Dana ist noch nicht dabei. Sie müssen ja das damals mal kennengelernt. Das, was Sie sagt, es war ein Drittel und 2 Drittel, definitiv. Die habe ich jetzt auch erst angefangen, wenn man nicht gesprochen hat. Das sieht ganz anders aus, so jugendlich. Das ist so wenig.
Den ganzen Objekt? Nein, die ist da hinten hin. Die so, jetzt so mal. Nee, aber so wie das früher war, ungefähr die Menge muss auch wieder Wasser her. Weil es gibt einfach einen Tourismus von mehreren Kindergärten. Ja, genau. Das ist zu gut. Also es geht ja zu wie auf dem Busbahnhof. Und der Eis mal angefahren, klingelt der in die Hände, dann kommt nur. Das ist ja wirklich. Highlight und Schuhe. Stimmt, genau, so ist es. Das wird eine Erfolgsgeschichte. Wir arbeiten dran gemeinsam. Wenn wir endlich naja, also das bin ich froh, dass kein Baum da steht. Das muss ich mir jetzt ganz, ganz wichtig, dass Sie eine offene Fläche haben, wo die auch besonders ist. Genau. Weil wenn wir das hier mit Bäumen machen, ist irgendwann ein Wald hier und man bekommt keinen Baum wieder weg. Das ist unmöglich. Ja. Es bleiben die Bäume, unmöglich. Die jetzt da sind. Ja. Ja, ja, aber die sind ja, das ist doch jetzt ein wunderbares Verhältnis von verschattet und offen. Bloß die falschen Bäume stehen hier. Bitte die Pappeln wegnehmen. Ja. Es stehen hier in dem Umfeld 17 Dreckschleuder, sag ich mal, die sogenannten Flusenpalmen. Ich meine die Palmen. Wenn wir 4 Wochen eher hier stehen würden, würden wir alle vollgeregnet werden vor diesen Flusenpalmen. Palmen, das ist weg. Pappeln, ja. Die Palmen nehmen wir alle weg. Die müssen alle weg. Gucken Sie sich mal hier drüben, da ganz steht drin, da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht der Essen auf den Kopf gehen. Die krachen sowieso zusammen in der nächsten Zeit. Sind noch irgendwelche Chancen, dass der Durchgang wieder geöffnet wird? Das ist für die Kinder schlimm, für alle anderen. Also zu dem Durchgang können wir gleich nochmal kommen, sage ich gleich nochmal was dazu. Das ist nochmal so für sich. Tendenz eher nein. Kann ich Ihnen gleich nochmal erläutern. Bei den Pappeln würde mich tatsächlich, wir kennen das ja aus den verschiedenen Veranstaltungen, wir kommen zu einer Veranstaltung, da sagen 90% der Bürger, jeder Baum muss stehen bleiben. Wir kommen zur nächsten Veranstaltung, da heißt es, alle Pappeln weg. Es ist natürlich schwierig, keinen kann man es wirklich recht machen, aber mich würde in der Tat mal interessieren. Ich höre raus, Pappeln ist ein Problem und Sie können es auch vertragen, wenn die einen oder andere Pappeln, zumindest was dieses Grundstück angeht. Nee, ja, auch alle. Also auf dem Spielplatz stehen auch ganz schreckliche Pappeln. Jetzt sind wir aber erstmal hier. Ja. Ich will nur sagen, die sind mal gebaut, gepflanzt worden, weil die schnell wachsen. Und alle wissen, die krachen sowieso viel schneller zusammen als die anderen. Wenn Sie uns versprechen, dass die Leute, die sich da dann anketten, wegholen, damit wir die Pappel fällen können, dann würde ich Ihnen vorher irgendwie Sangria aus. Für die Anwohner ist das eine echte Belastung mit den Pappeln. Aber grob. Aber die Pappeln, die Dame wollte auch noch. Wir haben es ja schon mal beschwert. Da kriegt ihr mal zur Antwort, dann wissen Sie, wie es hier ist. Wir hören doch ein bisschen lauter, bitte. Also, mir geht es um die Farben hier mal. Das war ja auch mal eine Idee, das ein bisschen farblich zu gestalten. Vielleicht da müssen wir nach Spur. Also, nach Planung ist Grau, Rot und Anthrazit vorgesehen. Aber Sie müssen davon ausgehen, dass durch den Baumbestand, den Sie hier haben, die Farben dann in der Lüge machen. Aber erstmal ist es dann. Was wollen Sie dazu was ergänzen? Also das Ziel ist natürlich, dass ich einen alten Belag benehme, wenn er noch ganz ist, dass die dann sind. Aber es wäre gut. Man sieht auch hier rot-gelb. Die Idee war wirklich auch die gewesen, dass wenn wir was neu machen, dass wir die Farbigkeit wieder aufnehmen. Es wäre trotzdem gut, Sie würden nicht das blöde Zeug vom Alexanderplatz verwenden, wo jede Spucke und jeder Kaugummi sich abdrückt und es ist nur noch eine Halde. Ja, da war früher mal ein Mosaik auf dem Alex. Was viel wichtiger ist, was Sie sehen, dass das ein wilder Verband ist. Haben Sie das gesehen? Das ist dagegen ist nicht zu sagen, wenn er eben und glatt ist. Das ist sogar schützenswert. Handwerk. Das ist ein wunderbares Handwerk. Aber bitte so, dass er nachher auch also noch anständig aussieht. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, der Denkmalschutz, der guckt hier schon ziemlich genau drauf. Auch wenn die Anlage an sich nicht unter Denkmalschutz steht, ist es aber sehr wohl so, dass es so ein paar Dinge gibt, die doch Berücksichtigung finden sollen. Das eine ist, hatte ich auch schon gesagt, diese Konturen, die Nierenform, die wir halten wollen.
Das andere, und das ist ganz wichtig, sind die Oberflächen, die man hier findet. Und da sind wir bei diesen Plattenbelagen. 50er Jahre. Das heißt natürlich auch, das kostet natürlich ein bisschen mehr, als jetzt diese Standard-Fischgrätenmuster oder wie man es auch in den Fußgängerbereichen kennt. Da muss man dann natürlich auch schon mal gucken, um welche Fläche reden wir insgesamt von der Größenordnung, wie teuer wird die Geschichte. Das ist dann wieder eine Kostenfrage. Aber insgesamt besteht schon der Anspruch, dieses historische Material wieder herzurichten. Und diese Schalinemuster. Jetzt hat die gute Dame sich doch nochmal gemeldet. Ich hatte ja mit dem Herrn schon mein Anliegen mal besprochen. Aber ich möchte nochmal sagen, ich freue mich, dass man jetzt an die Plansche endlich mal rangeht. Zu den fachlichen Dingen habe ich keine Ahnung, möchte ich nicht sagen. Mein Anliegen ist, hier wird ja auch gesagt, dass noch viel ältere Leute hier wohnen. Und die möchten auch ihr Anrecht hier auf die Plansche, auf ein bisschen Grün, richtig, was hier sehr selten ist, auch noch in Anspruch nehmen. Wir haben ja auch einiges vorgesehen, Schach und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dreijähriger unbedingt Schach spielen möchte. Nee, das machen wir ja. So, aber jedenfalls für die Alten ist also absolut keine Möglichkeit. Man hat also den Durchgang einfach zugemacht, ohne A und B, ohne zu fragen, ohne was. Ich bin seit 1961, wohne ich hier im Viertel. Meine Kinder sind hier in der Planschbecke und dem allen groß geworden. Es war nie zu, es war immer eine Lösung gefunden worden. Die Leute sind alle, sie sehen ja gehbehindert. Die müssen jetzt sehen, wie sie überhaupt mal hierher kommen, um sich auf eine grüne Bank zu setzen. Man soll endlich daran gehen und hier ist die Vertreterin vom Bezirksamt. Mit denen ist das scheinbar ja nicht abgesprochen. Auf dem Zettel vorne ist noch nicht mal ein amtlicher Stempel. Ja, also ich kann dass nur, man ich hier kann die Lösung findet, dass man hier den Durchgang wieder öffnet, weil das nämlich sehr, sehr schwer für unsere alten Leute ist, die von dort drüben kommen. Das kann ich ihn vielleicht nochmal anreißen. Das ist ein wichtiges Thema, was wir auch sehr viel diskutieren, was ein Problem der Privatisierung hier in dem Gebiet ist. Das können wir aber mit diesem Projekt nicht ändern. Das ist kein Thema dieses Projektes, weil wir wollen hier die Plansche modernisieren. Und in diesem Rahmen können wir nicht ausdiskutieren oder eine Lösung finden für diese Durchwegung. Wir können es nur im anderen Rahmen, im Rahmen dieses ganzen Gebietes, weiter diskutieren und gucken, dass wir eine Lösung finden, die möglich ist. Es gibt ja Verhandlungen mit den Eigentümern hier, ne? Da gebe ich dann vielleicht mal weiter. Verhandlungen ist jetzt zu ehrlich, vielleicht zu viel gesagt. Also wie Frau Steckerbe schon sagt, das eine ist die Planung der Plansche und die wird auch so vorangetrieben, das andere ist diese Durchwegung. Aber Sie haben ganz recht, das ist ein großer Konflikt, der uns bewusst ist, an dem jetzt auch verschiedene Beteiligte mit verschiedener Fachmeinung auch an die Lage herangehen. Der Konflikt besteht einfach darin, zum einen, Sie kennen diese Durchwegung seit vielen, vielen Jahren, es wurde jetzt zugemacht aus dem einfachen Grund, dass es hier eine Kindergartenfläche gibt. Wir reden hier von einer funktionalen Einheit. Das heißt so viel, wir haben zwar zwei Gebäude, aber der Kindergarten funktioniert wie ein Gebäude. Die Kinder sind in dem einen Gebäude und wenn sie essen gehen, gehen sie in das andere Gebäude. Das heißt, es gibt einen permanenten Wechsel der Erzieher und der Kinder zwischen diesen beiden Gebäuden. Und um hier die Sicherheit für die Kinder zu gewährleisten, hat man nicht einfach nur zugemacht. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es gab nie ein Wegerecht. Eine Tiefentrümmung notwendig ist, um künftig die Sicherheit auch zu gewährleisten. Sie sind jung, das ist klar. Nein, das hat mit meinem Alter nichts zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass ich der Fachmeinung an der Stelle einfach mal vertrauen muss. Aber Sie müssen nur mal sehen, wer hier Bagger rangeht, der holt ganz Alt-Berlin raus. Das liegt alles hier drunter. Das ist mein Wohnhaus. Ein grünes Grundstück bleiben. Wenn die es enttrümmern, wird es ein Baugrundstück. So, jetzt ist aber jetzt die öffentliche Grünanlage. Ja, vielen Dank, Herr Uckert. Genau so ist es. Sie haben sich in Position gebracht. Jawohl. Bitte schön. Erstmal finde ich super, dass so viele Anwohnerinnen und Anwohner hier sind, denn die haben ja mittlerweile schon mal seit 37 Monaten hier dieses Problem, dass diese Plansche hier zugemacht worden ist. Genau. Und der Zaun aufgestellt worden ist. Und es gibt ja mittlerweile auch zunächst noch auch schöne Grüße an die Presse. Wir haben ja gehört, die BZ ist vor Ort und auch noch andere Damen und Herren. Die BZ hatte ja neulich auch einen Artikel zusammen mit dem Tagesspiegel, wo es mal über die Planschen konkret ging. Also auch eine wichtige Sache, die Bevölkerung mal zu informieren, gerade der Axel Springer Verlag. Und es ist ja dahingehend... Bitte keine Schleichwerbung. Ja. Nee, aber wir freuen uns zumindest, dass Sie noch da sind, weil der Verlag an sich ist ja nicht so. Sind Sie Anwohner? Wir sind hier Anwohner. Und zwar konkret geht es ja darum, dass diese Plansche jetzt eben nicht mehr
mit als Plansche bleiben soll, sondern wie gesagt der Wasserspielplatz werden soll, wo man halt nicht mehr mit den Füßen reingehen kann. Und da gab es ja dahingehend schon erhebliche Proteste, dass doch, wenn man das jetzt so machen würde wie die alte Plansche, sinnvoller wäre, komme ich auf die Dame zu sprechen, die Flächengröße. Da hat die Dame vollkommen recht, wenn das auf die Hälfte verkleinert wird, so wie es jetzt der Plan noch ist, ist die Fläche einfach zu klein. Auch wenn es denn selbst keine Plansche mehr ist, sondern nur noch eine ebene Fläche, wo die Kinder dann durch gewisse Wasserfontänen oder ähnliches laufen. Fläche auf jeden Fall erhöhen, also wenn es wieder erhöhen, so wie es ist. Denn der Herr hat auch recht, dass da gewisse rutschige Sachen waren. Denn wir sehen ja, wenn wir die Plansche hier direkt mal angucken, dass das Bezirksamt ja schon mal dort versucht hatte, gewisse lockere Platten umzuändern, mit einem farbigen Beton ausgefüllt hatte. Und das wurde ja so halbwegs gemacht, also auch nicht so hundertprozentig. Daher gab es in der Tat rutschige Stellen, wenn nicht jeden Tag dann jemand vom Grünflächenamt gekommen ist und das mal ausgekerchert hat oder ähnliches. Aber Fakt ist, dass für die Älteren und auch für die Jüngeren es wichtig sind, diese Planschen Sachen, also die Plansche an sich und auch die in der Singerstraße eben zu erhalten und nicht abzureißen. Und dass es auch in dieser Form bleiben sollte. Gut. Einen Vorschlag hätte ich gerne noch, ob es eine Mehrheit dafür gibt, hier vielleicht auch eine kleine Toilette hinzustellen. Nein. Meinetwegen eine Wall, wo man Geld reinstecken muss, dass sie sauber bleibt. Ich weiß es nicht. Wasser und so weiter. Ich bestehe nicht drauf. Sie hatten noch angesprochen mit den Bänken. Was bleibt denn von den alten Bänken noch? Am Nordbahnhof wurde ja auch die alte Plansche bereits umgeändert und die Bänke wurden ja weiterhin benutzt. Naja, wenn und das neu mal in Betrieb geht, sind die Bänke sowieso verfeuert. Also müssen sie neu hin. Naja, zumindest dieses Stahlgerüst und dann mit neuen und dann mit Lehne, Holz. Bitte. Mit Lehne, ja, ja. Also nach meinem Kenntnisstand gibt es hier im Gebiet insgesamt einen Banktyp, den es seit vielen Jahren gibt. Der soll auch soweit erhalten werden. Manche Bänke müssen natürlich auch erneuert werden, aber dass der Banktyp an hier auch wieder eingesetzt wird. Genau, am Nordbahnhof stehen sie ja wieder neu. Unabhängig davon, von genau. den standardisierten Banken, sage ich mal, ist natürlich die Frage, inwiefern es auch unter dem demografischen Aspekt, dass einfach sehr viele ältere Leute noch im Gebiet sind, noch die ein oder andere alternative Sitzgelegenheit geben kann. Aber grundlegend ist es erstmal so, es gibt einen standardisierten Banktyp, der überall im Gebiet eingesetzt wird. Und wenn jetzt die Bedarfe entstehen, dass man sagt, also es wäre schon gut, wenn man auch nochmal die ein oder andere vielleicht in einer anderen Höhe anbietet, Sitzgelegenheit oder Lehne. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu viel Versprechung machen, aber zumindest wäre es zunächst mal unser Anspruch zu prüfen, ob man da noch ein Angebot schaffen kann. Wenn Sie aber sagen, ach, wir sind seit 30 Jahren mit dem Standardbanktyp, den es hier im Gebiet gibt, zufrieden, und dann bleibt es dabei. Also das ist auch der Grundkonsens mit dem Bezirksamt und das wäre erstmal so die Standardlinie, die man hier auch verfolgen muss. Die Höhe ist gut, da können sich alle bitte schön. Also ich habe jetzt das Küchenfenster hier raus und bin Rentner und frühstücke spät und sehe, was sich abspielt. Es kommen die ersten 20 Kinder um 9. Die nächsten 20 kommen halb 10 oder um 10. Da muss die eine frisch vom Spielplatz weg, weil das nicht mehr ausreichend ist. Und die letzten kommen dann von der Schule, von der Sonderschule. So, und dann kommen nach 5 die Eltern mit den Kindern, mit den Kleinen. Und die Kinder wollen noch den Eltern zeigen, wie sie klettern können. So, und danach müsste sich die Größe richten. Denn der Spielplatz, so viele Menschen habe ich da noch nie gesehen. Sie sprechen von diesem Spielplatz hier drüben. Außer mal, als es eine Eisfläche war. Aber das haben sie nie erlebt. Ja? Da war aber ich habe es noch erlebt. Aber was sie ist auch, jetzt ja. Was würde denn da auch sein? Wo war das Spiel? Hier drüben wurde mal mit Wasser gefüllt. Betonfläche größer. Und die Größe. Die muss studiert werden. Ich bin da gar nicht mehr. Ich wohne seit 61. Wenn Sie das noch von Winkel so haben, dann haben alle hier so eine Schule. Kommt von da drüben,
Ich komme aus allen. Ich war Mitglied der Heilkommission, ich war Mitglied des Elternarztes. Und so weit gab es nicht, dass hier die Straße genommen wird und dem Publikum nicht. Also das ist auch dann mit der Flammschutzreinigung. Was das für eine Wasserflasche ist. Aber wir können hier nicht automatisch nach unserem Gefühl. Aber wenn ich heute Rentner. Vielen Dank für die Einschätzung. Ja, ich würde ganz gerne von Ihnen noch mal eine Meinung hören. Wir haben ja hier verschiedene Angebote für den Planern darstellen lassen. Also Spielen, Aufenthalt für Senioren. Wir haben ja nicht unendlich viele Flächen für die Öffentlichkeit. Wir haben private Flächen an den Bäumen und die öffentlichen Flächen sind begrenzt. Und wir haben in der letzten Treffen im KP Moskau ganz viele Anregungen von Bürgern aus dem Bund gekriegt, die sagten, also wir wollen auch vor allem Ältere, aber nicht nur Ältere, wir wollen auch mal irgendwo in Ruhe sitzen, wir wollen auch mal eine Zeitung lesen, wir wollen an diesen Flächen auch einen eigenen Platz kriegen. Und deshalb ist es ja so aufgebaut, die Variante. Also das, ich meine, die Plansche, das ist was super Tolles ist, aber glaube ich alle, die wir hier stehen, nicht diskutieren. Jeder wünscht sich sowas. Aber es sind 2 Monate im Jahr. 2 Monate im Jahr, wo die Plansche an ist. Das heißt, 3. Juni, Juli, August. Okay, aber die anderen Monate findet nichts statt. Das stimmt. Und deshalb ist die Überlegung jetzt von den Planern und dem Bezirksamt, hier eine Nutzung anzubieten außerhalb dieser Zeit. Also zu sagen, die Plansche ist da, aber es gibt daneben diese anderen Flächen, die wir nutzen können. Also Spielangeboten, was da aufgezeichnet ist, ja. Oder auch die Variante, hinten durch diesen, ich sag mal, Wald im Weg zu legen, weil einige Bürger gehen ja auch rüber dann zum Einkaufen, dass man sagt, ich gehe jetzt einkaufen. Ich muss nicht den Platz ausgehen, mich mal hinzusetzen, sondern ich gehe darüber. Komme zurück, bring mir ein Eis mit, setze mich rein. So dieses unbeschwerte Teilnehmen. Und wenn Sie Lust haben, setzt man sich in den Trubel. Und wenn man die nicht hat, kann man da hinten gehen. Und dieses Angebot auch für Jugendliche zu machen und Ältere. Also für alle, nicht nur für eine Altersgruppe. Wir müssen einfach sehen, dass für alle was dabei ist. Und das wollen wir jetzt in dem Gebiet möglichst umsetzen und versuchen, Sie da mitzunehmen und Ihre Anregungen einzubringen. Aber Sie haben sie doch jetzt gehört, die Anregungen. Ja, ja, es kam, und weniger es kam ja von Ihnen kein Spielzeug. Was meinen Sie denn mit weniger Spielzeug? Ja, diese Zeichnungen da, diese Dings da. Ja, aber das wäre ja aber das finde ich nur gerade gut. Das kann ja stehen bleiben. Ich habe gar nichts dagegen. Angebote hier sind gerade mit dieser Kletter, diese Hangelsachen hier. Das finde ich schon gut, dass das ist am Rand, das steht am Rand, da ist eine gewisse Altersgruppe angesprochen, da brauchen Sie nicht daneben zu sitzen. Und wer sich gerne anguckt von den Älteren, wie die Kinder sich dort bewegen, kann das. Und wer nicht, geht dahinter. Das ist doch eine Riesenfläche hier, dass man für jeden so einen kleinen Bereich schaffen kann. Also ich finde schon, dass man sowas mit hinstellen sollte. Hinten an der Weidemeierstraße und hier, dass man durchgehen kann, oder geht in die Fläche bloß rein. Dann haben wir eine lange Fläche und man sitzt da drin. Ich denke immer mehr, Öffentlichkeit ist einfach eine große Sicherheit. Man kann durchgehen, man kann rausgehen. Man ist nicht einsam. Da müssen Sie. Also man kann es ja auch ganz offen thematisieren, denn das ist ja auch ein Teil dieser Varianten. Auch die Frage, die wir auch haben, überhaupt, genau, soll es eine Durchwegung geben oder soll es ein geschützter Raum sein, soll es eine Öffnung an der Stelle? Das sind die beiden Varianten, in irgendeiner Form, wie auch immer die Durchwegung aussieht, aber soll es eine Tür geben, soll es keine Tür geben? Soll sich die Hecke rumziehen, dass dort geschlossen geschützt ist, oder ist es ein bisschen offener? Das sind durchaus auch Themen, mit denen wir noch arbeiten, wo wir auch noch unschlüssig sind und wo wir auch ein Stück weit einfach auf Sie angewiesen sind, wie Ihre Beurteilung ist. Ich meine, Sie gehen hier vielleicht tagtäglich lang. Ja, das ist das, was vorher vielleicht am Anfang war. Es kam gerade, ich habe das hier gehört, die Meinung auch, Bäume, Pappeln müssen weg. Das waren sich alle einig. Aber da hinten ist es auch sehr dunkel. Die Frage ist, wenn man jetzt einen Weg durchlegt, kann man die Bäume zurückschneiden? Müsste man einen oder anderen Baum rausnehmen, das ist wieder eine Belichtung. Es geht nicht um Bäume raus aus Langeweile, um hier jemanden zu ärgern und sagen, wir wollen hier keine Klimaschutz mehr machen, sondern einfach als ein Angebot zu bringen, zu sagen, okay, wenn ich da sitze, möchte ich auch einen Sonnenschirm abkriegen. Also nicht als Ersatz für diese Fläche, sondern als zusätzlich. Anhand der Wohnungsbaugesellschaften und anhand der privaten Eigentümer. Aber auch mit diesen Riesenhandgruppen, da könnten die Eigentümer auch mal die ein oder andere Bank oder den Tisch hinstellen für die Senioren, die da wohnen. Und vielleicht machen wir uns einfach in unseren Genossenschaften auch mal ein bisschen stark dafür, dass sowas entsteht.
Kann ich nur unterstützen. Ja, das ist gar nicht so ketzerisch. Nein, also auch in die Diskussion zu kommen. Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass jetzt jeder so seine Bank, seinen Tisch, seinen Stuhl rausstellt. Im Gegenteil, wir sind ja schon daran interessiert, dass es vielleicht auch einheitliche Gestaltungsplanung bekommt im Gebiet insgesamt. Aber überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, dass sich auch vielleicht die Genossenschaft oder Eigentümer. Kleine Nachfrage noch. Und zwar, was passiert denn mit diese Plansche an sich wurde ja auch schon umgerüstet, dahingehend, dass weniger Wasser, also wie sie noch in Betrieb war, dass weniger Wasser geflossen ist mit dieser Intervallschaltung mit 15 Minuten an, 15 Minuten bis 20 Minuten aus und dann wieder 15 Minuten an. Diese Plansche wurde ja schon dahingehend umgerüstet und diese Sache da hinten in diesem Schaltkasten da, was passiert mit diesen Sachen? Weil wo hier früher diese Kupferrohre drin waren, wo das Wasser raus in der Fontäne kam, das wurde ja alles schon abgeschraubt. Wissen Sie da was? Ich bin jetzt nicht der Planer, bin ich jetzt überfragt. Es wird zurückgebaut, ersetzt durch das neue. Also das wird nicht, kann nicht benutzt werden oder so? Nein. Warum nicht? Ja, weil das früher halt die andere Logik hatte, als Planschbecken und so weiter. Und heute einfach als Wasserspielplatz was im Wasser funktioniert. Gut, weitere Fragen noch, Klärungsbedarf, die wir jetzt noch aufnehmen. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass so langsam schon, der eine oder andere ist schon gegangen, aber gut. Gibt es noch Rückfragen, Klärungsbedarf, Punkte, die wir auf jeden Fall noch benennen müssen? Wann ist denn überhaupt mit der Ausführung mal zu denken? Was hatten Sie gesagt? Ab Januar. Januar, November. Im Laufe des nächsten Jahres wird diese Maßnahme umgesetzt. Und wir wollen sehr zeitig im Jahr beginnen, je nachdem wie stark der Winter ist. Januar, Februar. Und dann bestenfalls sind wir im Februar damit. Im November damit. Noch richtig informiert, dass die Bezirksverordnetenversammlung Mitte das jetzt im September noch abschließen muss? Also muss die, dass hier sozusagen diese Bebauung stattfindet? Nein, muss ich nicht. Okay, dann bedanke ich mich nochmal für Ihr Interesse, für Ihr Durchhalten. Das Wetter hat durchgehalten. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich mit dem freudigen Ergebnis des ersten Bauteils. Ansonsten, wir für uns fassen natürlich diese Veranstaltung auch zusammen, dokumentieren die. Normalerweise haben wir eine Teilnehmerliste. Das war heute ein bisschen schwierig, jetzt in eine Teilnehmerliste rumgehen zu lassen. Ich würde Sie ermutigen, wer von Ihnen einen Internetzugang hat, da vielleicht auch mal reinzuschauen. Auf die Seite kma-mittel.de, da werden wir auch Sie auf dem Laufenden halten, wie die Planung denn vonstatten geht, die Veranstaltung zusammenfassen, ein Protokoll hochladen. Darüber hinaus, auf dem analogen Weg müssen wir mal schauen, wie wir die Informationen an den Mann kriegen. Ansonsten, wir haben noch die Informationsblätter mitgebracht, die sind jetzt ein bisschen überholt, die haben Sie aber auch schon alle in die Briefkästen bekommen. Da sind auch nochmal unsere Kontaktdaten angegeben. Falls Sie Rückfragen haben, scheuen Sie sich nicht, rufen Sie uns gerne an. Und ja, ansonsten bleibt mir nur Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Ja, ist mir schon bekannt. Tun wir. Vielleicht mehr.